Kahlschlag in Porta Westfalica, Brief an das Umweltministerium. Ich habe einen Brief geschrieben an das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen. Es geht um diesen Kahlschlag hier in Porta Westfalica. Dieser Kahlschlag befindet sich in einem Naturschutzgebiet, in einem sogenannten FFH-Gebiet. Und die Begründung für diesen Kahlschlag war, man müsse die B482, die da unten am Bahnhof entlangläuft, man müsste diese Bundesstraße sicher machen, sicher vor herabstürzenden Bäumen. Die Bäume seien angeblich krank gewesen und deswegen hätte man sie fällen müssen. Es geht nicht darum, ob die Bäume krank waren oder nicht, es geht darum, wie viele Bäume man hätte fällen müssen. Und normalerweise sagt man, man nimmt einen 30 Meter Abstand und in diesem 30 Meter Abstand werden die Bäume gefällt. Hier ist der Abstand aber nicht 30 Meter, sondern 100 Meter gewesen. Und um diese 100 Meter geht es. Ich habe das Umweltministerium gefragt, ob das notwendig ist. Und diesen Brief an das Umweltministerium, den lese ich Ihnen jetzt vor. Der Brief geht an Dr. Luwe. Aktenzeichen Römisch 3.3 im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Ich habe diesen Brief per E-Mail geschickt und das Thema war Verkehrssicherung im FFH-Gebiet Wälder bei Porta Westfalica und es ging um Ihr Schreiben vom 24.04.2024. Sehr geehrter Herr Dr. Luwe, für Ihr oben genanntes Schreiben, also das Schreiben vom 24.04., in dem Sie die Verkehrssicherungsmaßnahme im FFH-Gebiet Wälder von Porta Westfalica bewerten, bedanke ich mich. Leider hatte ich aus gesundheitlichen Gründen nicht die Möglichkeit, Ihnen zeitnah zu antworten. Dies möchte ich nun nachholen. Ich entnehme Ihrem Brief, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass dessen Informationen im Wesentlichen auf eine Stellungnahme der zuständigen unteren Naturschutzbehörde des Kreises Minden-Lübbecke zurückgeht. Über die Inhalte dieser Stellungnahme möchte ich nicht streiten. Darum geht es nicht, überhaupt nicht. Mir geht es einzig und allein um die Frage, können Buchen auf eine 100 Meter weit entfernte Straße fallen. Es geht nicht um die Verkehrssicherungspflicht. Es geht auch nicht um die Notwendigkeit eines 30 Meter breiten Sicherungsstreifens. Und es geht auch nicht darum, ob kranke Buchen, die in bis zu 30 Meter Nähe einer Straße stehen, eine akute Gefahr für den Verkehr darstellen. Das alles steht außer Frage. Also noch einmal, mein kleiner Kommentar an dieser Stelle, steht nicht so im Brief. Wenn eine Buche, sagen wir mal, 25 Meter von der Straße entfernt ist und die ist krank und fällt um, dann kann sie natürlich auf die Straße fallen und dann muss sie entfernt werden, wenn deutlich ist, die Buche ist krank und die fällt bald um. Also bis zu 30 Meter von der Straße entfernt muss und soll man die alten kranken Bäume fällen. Das ist Verkehrssicherungspflicht, das steht völlig außer Frage. Aber es geht hier darum, dass im Abstand von 100 Metern, also bis ganz oben am Hang, die Bäume gefällt worden sind. Jetzt geht es weiter im Brief. Es geht einzig und allein darum, dass der Sicherheitsstreifen bei dieser Maßnahme nicht 30, sondern 100 Meter breit war. War das notwendig? Urheber der Behauptung, dass kranke Bäume auch im Abstand von 100 Meter eine Gefahr darstellen, scheint mir der städtische Baumkontrolleur zu sein. Mit ihm persönlich hatte ich am 11.11.2023 am Ort der Maßnahme ein halbstündiges Streitgespräch. Es ging dabei einzig und allein um die Frage, ob die Bäume auch oberhalb des Pionierwegs gefällt werden mussten. Denn diese Bäume stehen deutlich weiter als 30 Meter entfernt von der Straße. Kurzer Kommentar wieder an dieser Stelle. Der Pionierweg geht mitten durch diesen Kahlschlag und unterhalb des Pionierwegs, da beginnt in meinen
Augen der Sicherungsstreifen. Da haben wir 30 Meter Abstand zur Straße. Unterhalb des Pionierwegs hätte man fällen können und müssen. Und ich hätte überhaupt nichts gesagt. Aber oberhalb des Pionierwegs, da sind wir weiter entfernt als 30 Meter. Und da hätte man die Bäume stehen lassen können. Die können nicht auf die Straße fallen. Jetzt geht's weiter im Brief. Der Baumkontrolleur hatte nur ein einziges Argument. Ja, die Bäume könnten von da oben bis auf die Straße rutschen. Der Hang sei sehr steil. Bürgermeisterin und untere Naturschutzbehörde haben sich diesem Argument angeschlossen. Weder der Baumkontrolleur noch die Bürgermeisterin konnten mir auch nur einen Präzedenzfall nennen, wo Buchen 100 Meter einen Hang bis auf die Straße hinunterrutschen. Können Sie es? Kurzer Kommentar an dieser Stelle. Ich frage also, gibt es einen Fall, den das Umweltministerium kennt, wo Buchen tatsächlich 100 Meter einen Hang herunterrutschen? Oder auch nur 50 Meter? Also alles, was außerhalb von 30 Meter ist, kann meines Erachtens nicht auf die Straße fallen, es sei denn, die Buchen würden fliegen. Aber Buchen können nicht fliegen. Sie fallen um und dann liegen sie da. Es geht weiter im Brief. Ich bitte zu berücksichtigen, dass auch noch Monate nach der Fällung unzählige dicke Baumstämme auf dem Kahlschlag liegen. Siehe die Fotos und Videos auf meiner Webseite. Sie sind nicht hinuntergerutscht, trotz Starkregen und Sturm. Ein großer Baum wurde damals sogar direkt vom Hang weggefällt. Und auch er blieb einfach liegen und rutschte nicht auf die Straße. Der Hang am Jakobsberg ist nicht die Eiger Nordwand. Er ist kein extremer Steilhang. Kommentar wieder an dieser Stelle. Extremer Steilhang taucht in den Begründungen immer wieder auf. Dieser Steilhang sei so extrem, dass die Buchen da ganz runterrutschen. Direkter Gegenbeweis ist dieser eine Baum zum Beispiel, der vom Hang weggefällt worden ist, also direkt zur Straße hin. Und wenn dieser Baum, der da gefällt wird und zur Straße hinfällt, nicht auf die Straße rutscht, ja, wie soll das denn funktionieren? Weiter im Brief. Gestatten Sie mir noch eine letzte Bemerkung. Es geht hier meiner Meinung nach nicht um ein kleines Problem einer kleinen Stadt ganz am Rande von Nordrhein-Westfalen. Wenn diese Maßnahme hier sich herumspricht und Schule macht, werden bald entlang der Straßen die 100 Meter breiten Sicherheitsstreifen sich häufen. Und zwar egal, ob im Naturschutz oder im FFH-Gebiet. Und immer wieder wird man sich auf Dominoeffekt, erweiterte Sicherheitsbereiche, Sicherheitspuffer und Steilhänge, alles Zitate aus dem Schreiben der Bürgermeisterin, berufen. Diesen Brief und Ihre Antwort möchte ich auch wieder veröffentlichen. Es kommt der Link zu meiner Webseite, steht unten drunter, unter diesem Video. Ich würde mich über Ihre Antwort bis Ende September sehr freuen. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Franz Josef Adrian.